Wir begleiten einen Luftfahrzeugtechniker bei seiner Arbeit am Kampfjet. Der Eurofighter ist mit seiner Flügelspannweite von 11 Metern und den kräftigen 156.000 PS starken Triebwerken eines der wendigsten und technologisch fortschrittlichsten Kampfjets, die es zurzeit gibt. Verschiedene Fachgruppen haben sich auf bestimmte komplexe Systeme im Eurofighter spezialisiert. Wo früher viel Mechanik in Jets eingesetzt wurde, bestimmt heute Elektrik und Licht über die präzise Steuerung in der Luft. Die Fachgruppe Ausrüstung kümmert sich um die elektrische Stromerzeugungsanlage. Einer von ihnen ist der Feldwebel Suetovius. Ich bin Feldwebel im taktischen Luftwaffengeschwader 74 und bin da eingesetzt als Luftfahrzeug-Avionik-Feldwebel beim Waffensystem Eurofighter. Ich bin zuständig für die Elektronik am Eurofighter, die Stromerzeugungsanlage sowie kleine weitere Systeme. Der Eurofighter ist im Gegensatz zu anderen Flugzeugen sehr leicht, weil er im Großteil aus Kohlefaserverbundstoffen besteht und ist deswegen sehr wendig und sehr schnell und braucht auch keine lange Start- und Landebahn im Abheben. Ja, es ist einfach ein ganz besonderer Beruf. Ja, der unterscheidet sich einfach gegenüber allen anderen. Es ist einfach, an einem Kampfflugzeug zu arbeiten, ist einmalig. Und es macht einfach nur Spaß, wenn die dann auch fliegen, dass man sieht, dass man seinen Arbeiter gut gemacht hat. Der Eurofighter ist elektrisch gesehen so komplex, dass es nicht ausreicht, eine Fachgruppe zu haben, die den ganzen Eurofighter abdeckt. Neben der Instandsetzung gibt es auch die Techniker der Wartungsstaffel. Sie sind die letzten am Flugzeug vor dem Start und die ersten nach der Landung. Untersuchen die Eurofighter auf mögliche Defekte. Jeder Fehler kostet Zeit und gefährdet die Bereitschaft der Jets. Dazu erhält jeder Techniker eine Ausbildung auf seinem System. Ich bin 2008 zur Bundeswehr und habe 3,5 Jahre Ausbildung genossen, speziell auf dem Eurofighter. Ich wollte einfach mehr Verantwortung haben, deswegen habe ich zum Feldwebel aufgelegt und ja, einfach auch mehr Sachen tun dürfen. Und nicht nur Batterie wechseln, das ist mir halt einfach zu wenig, sondern TAs durchführen, auch schwierige Vertratungen ändern, dass es halt einfach mehr Verantwortung haben. Meine Bundeswehrkarriere hat mir persönlich viel Erfahrung gebracht. Ich habe viele Sachen gesehen, die man so im zivilen Leben nicht sieht. Ich bin gerne Soldat mit allen Vor- und Nachteilen und möchte das auch mein Leben bleiben.